Ja, nachdem die Leisten dann getrocknet sind, habe ich das Ganze nochmal auf Maß zugeschnitten. Mit keiner großen Luxussäge, sondern ganz normal mit einer Tauchkreissäge. Und dazu habe ich zu Hilfe, als ja, damit ich auch eine gerade Linie hinbekomme, einen Richtschalt verwendet und zwei Schraubzwingen. Was ich euch empfehlen kann, ist auf jeden Fall, nehmt einen großen Winkel und setzt den immer an Richtschalt dran, damit ihr später auch eine schöne 90-Grad-Ecke hinbekommt. Natürlich kriegt man das nicht exakt hin bei so einem großen Brett. Ich hatte jetzt, glaube ich, einen halben Millimeter Differenz, aber trotz alledem, das Ergebnis kann sich sehen lassen und führt die Säge wirklich nicht zu langsam. Ansonsten kriegt ihr Brandspuren und die müsst ihr nachher wieder wegschleifen. Danach habe ich die Platte umgedreht und ich bin jetzt hierbei mit einem Längshobel. Füge ich jetzt hier oben eine kleine Phase an. Hier vorne auch. Zuerst hobelt man die Hirnholzseite und danach die Längsseite. Beim Hirnholz kann es sein, dass was rausbricht. Und das kann ich dann nochmal mit der Längsseite entnehmen. Deswegen hobel ich jetzt erst die Hirnholzseite. Und danach machen wir uns ein Schleifen. Um eine wirklich schöne glatte Oberfläche zu erzielen, müsst ihr das Ganze mit einem Breitbandschleifer oder einem Flächenschleifer schleifen. Ich habe da ein 120er Blatt verwendet. Danach habe ich weitergemacht mit einem Exzenterschleifer. Mit diesem Exzenterschleifer könnt ihr wirklich schöne glatte Oberflächen erzielen. Und dort habe ich dann mit einem 100er Blatt angefangen, mich runtergearbeitet von 100 auf, ich glaube auf 180, von 180 dann auf 240. Natürlich könnt ihr von 100 auf 120 gehen, von 120 auf 180, so wie ihr möchtet, dann habt ihr noch wirklich ein ganz, ganz feines Schleifbild oder beziehungsweise eine feinere Oberfläche. Und danach habe ich alles wirklich sehr, sehr gründlich abgesaugt. Und ja, jetzt beginne ich mit den Ölen. Das muss auch sehr rasch geschehen bei so einer großen Oberfläche, damit wir halt keine Flecken bilden. Und darüber habe ich mal ein extra Video gemacht, wie so eine Oberfläche Öle beziehungsweise so eine Arbeitsplatte. Das kann ich auf jeden Fall jedem Anfänger empfehlen, dass er seine Möbelstücke wirklich ölt. Denn lackieren braucht man meistens immer so eine kleine Lackierecke beziehungsweise einen gewissen Raum, eine Absauganlage. Und so eine Oberfläche ölen, das ist wirklich sehr, sehr einfach, geht sehr schnell und kostet wirklich auch fast gar nichts. Wie gesagt, die passende Anleitung dazu werde ich euch mal hier oben verlinken. Ich glaube, ich brauche einen Nachschub. Die letzte Schraube ist auch fest und wie ihr sehen könnt, habe ich gerade den Tisch zusammengeschraubt. Ich stecke mitten im Umzug bzw. bei meinem Bruder. Ich helfe ihm so ein bisschen und das war ja hier auch eine Serie von so einem Tisch. Wir werden das Ganze gleich umdrehen und dann habe ich ja hier nochmal so Stellschrauben genommen. Ein ganz, ganz einfaches System. Ich habe hier einfach eine Einschlagmutter festgeschraubt und hier unten einfach eine Schraube eingelassen mit einem Filzkopf oder Pad draufgeklebt und so kann ich das Ganze dann von der Höhe verstellen. Aber erstmal werden wir den schweren Tisch jetzt zu viert umdrehen. Alleine kriegt man das definitiv nicht hin und zu zweit, naja, da muss man ja schon so ein bisschen kräftig sein. Das bin ich jetzt auch nicht oder mein Bruder auch nicht. Deswegen sind wir zu viert und drehen diesen brachialen Tisch jetzt mal zu viert um. Noch schnell 6 Möbelfüße bzw. Stühle dazu gekauft und fertig ist unser großer Esszimmertisch. Und ja, ich bin ziemlich außer Atem hier. So ein Umzug ist, ja, macht ziemlich kaputt und ist nervenraubend. Wie ihr gesehen habt, ist das Ganze kein Hexenwerk, sondern Handwerk. Und wenn ihr Lust bekommt, das Ganze nachzubauen, traut euch einfach, folgt einfach dieser Anleitung hier. Und ich würde sagen, ich mache jetzt weiter hier und ihr baut das Ganze nach. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, hier ist der Abo-Button und hier sind die nächsten 2 Videos. Vielleicht sind die auch für euch interessant. Ich werde jetzt, wie gesagt, weitermachen. Und ja, das Projekt hat hier wirklich viel, viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.